einer nüchtern lauen Morgen vertreibt Kummer und... Also, mich erreichen immer so ein paar Fragen. Ich hoffe, das Rauschen stört dich zu sehr. Also, okay. Die erste Frage, die mich recht oft erreicht, vor allen Dingen nach dem Race Across America Video, ich verlinke es hier nochmal. Wie bist du überhaupt zum Race Across America gekommen? Also, zum Race Across America bin ich durch einen Kumpel damals gekommen, dessen Vater, der wollte das unbedingt mal machen. Und es gibt ja da verschiedene Teams. Man kann alleine hin, man kann zu zweit hin. Da muss man sich jeweils qualifizieren und dann gibt es noch Vierer- und Achter-Teams. Und mit diesen Vierer- und Achter-Teams kann man quasi nur, wenn man Startgeld bezahlt, die 8.000 sich anmelden oder mitmachen. Aber alles ringsherum kostet ungefähr 50.000, 55.000. Und ja, dafür braucht man dann halt Sponsoren oder man zahlt es aus eigener Tasche und man braucht eine Support-Crew und so weiter. Also da hängt ein riesengroßer Faden dran, was man alles noch so braucht. Okay, andere beliebte Frage ist, hast du einen Trainer? Nein, ich habe keinen Trainer. Und ich kann euch auch sagen, warum. Und zwar ist das eine sehr persönliche Geschichte. Ich denke, dass ich einfach im Radsport ein paar Trainer hatte, die mir nicht unbedingt gut taten. Beziehungsweise die halt einfach eine Gruppe trainiert haben und dadurch nicht immer den individuellen Support hatte, den ich vielleicht gebraucht hätte. Und da ich manchmal etwas engstirnig bin, denke ich, dass es zurzeit ganz gut ist, dass ich mir alles, das ganze Wissen selber erarbeite, gucke, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich denke, wenn ich ein gewisses Niveau erreicht habe, dass ich dann sage, okay, hier komme ich nicht allein weiter, jetzt brauche ich einen Trainer. Aber solange ich selber noch große Fortschritte machen kann, durch Error and Trial, denke ich, brauche ich noch keinen Trainer. Ich empfehle das aber auf gar keinen Fall euch oder ich empfehle es keinen anderen, weil ich denke, wenn man mit dem Sport anfängt und reinkommt und vielleicht jetzt nicht so einen Leistungssport-Background hat, sollte man sich schon einen Trainer nehmen und die ganzen Fehler umgehen, die ich gemacht habe. Ich lerne halt nur aus Fehlern. Und deshalb muss ich die Fehler selber machen, sonst lerne ich es nicht richtig. Und ich glaube, es wäre nicht gut, wenn ich einen Trainer bezahlen würde, damit er mir diese Fehler zeigt und ich sie durch ihn mache. Ich will die lieber selber machen. Ich hoffe, das noch hier. So, wie bist du zu YouTube gekommen und zum Filme machen? Und zwar habe ich eigentlich schon immer gern Filme geschnitten, sei es irgendwelche Fotofilme vom Urlaub mit der Familie früher oder sonst was. Und das hat sich einfach so über die Zeit entwickelt. Denn zum Race Across America wollte ich halt auch unbedingt einen Film machen. Das ist natürlich von der Qualität her und das ist das Niveau. Und das, was ich jetzt mache, ist noch lange nicht das, was ich gern machen würde. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach Lust drauf, Filme zu machen, die unterhalten, die Spaß machen. Ich habe halt Spaß am Schneiden, am Aufnehmen, sich über all das Gedanken machen. Ich weiß nicht, da gehe ich halt einfach sehr drin auf. Deshalb, es gibt einige Sachen, die ich sehr, sehr gern mache und Filme zu machen ist eine Sache davon. Und vielleicht bietet sich es ja irgendwo an oder irgendjemand hat einen Job für mich und dann versuche ich das etwas professioneller zu machen. Zur Filmhochschule oder sowas bin ich nicht gegangen. Auch hier mache ich einfach. Sowieso. Eigentlich, ich bin sehr oft, es gibt viele Leute, die mal fragen, oh, wo hast du das gelernt, wie macht man das? Und ich sage, einfach machen. Man lernt schon den richtigen Weg. Vielleicht auch nicht so allgemeingültig, aber meine Theorie ist halt, einfach machen. Wenn ich was richtig will, dann setze ich meine ganze Energie rein und versuche es einfach zu machen. Ich denke, wenn man was richtig will, dann findet man einen Weg, wie es funktioniert. Oh, und die Frage ist auch richtig gut. Wie bist du zu Sponsoren gekommen? Also erstmal habe ich nicht wirklich Sponsoren. Ronny unterstützt mich mit dem Rad und Material aus dem Laden, was ich immer mal testen kann. Also er ist quasi schon mein Sponsor, aber ich erhalte von niemandem Geld. Monatlich, jährlich oder sonst was, sondern
es ergeben sich Möglichkeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich denke, darum geht es auch. Man sollte nicht gucken, wenn man mit dem Sport anfängt oder ja, man sollte nicht gucken, oh, wer kann mich sponsern, da schicke ich eine Bewerbung hin, der sollte mir Geld zahlen, sondern man sollte einfach das Bestmögliche tun, was man machen kann. Und Kooperation eingehen, mit Leuten zusammenarbeiten, für Leute was machen und nicht immer das Geld im Hintergrund sehen. Und ich denke, ich hoffe, so funktioniert das auch mit Sponsoring. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, was der richtige Weg ist. Aber ich denke, man sollte da sich nicht zu sehr darauf fokussieren und versuchen, einfach immer das Beste zu machen. Und dann passiert halt auch die guten Sachen. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt geht's für mich... Ins Wasser geht's für mich später erst, jetzt geht's erstmal aufs Rad. Das ist total geil, guck dich das an. Get on it.